Hey, moin Leute, ich habe heute etwas anderes für euch und zwar ein paar ernste Themen und ein paar lockere Themen. Erstmal zu dem Video selbst, das ist natürlich wieder aus dem Halo 4 Multiplayer. Und ja, dieser Modus heißt Regicide und das ist im Prinzip Free for All. Und ich habe diese Runde ausgewählt, weil sie recht lustig ist und man wird auch gleich schon sehen, warum. Es passiert viel Chaos, es wird oft wechselt der König und ja. Es passieren viele lustige Dinge, wie ich, dass ich einfach mal rückwärts von der Map runterspringe. Naja, die Runde hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht die beste Runde ist, die ich je gespielt habe, geradezu. So, aber worüber möchte ich eigentlich sprechen? Eigentlich möchte ich über meine aktuelle Lage ein bisschen sprechen. Der eine oder andere, der meinen Kanal schon länger folgt, wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass sich so ein paar Sachen verändert haben und möglicherweise verschlechtert haben. Und zwar, mein Studium ist wieder im vollen Gange und ich finde momentan einfach recht wenig Zeit, um Videos zu machen und allgemein auch zu spielen. Das heißt, natürlich spiele ich immer noch liebend gern Videospiele und alles, aber irgendwie, ich sitze den ganzen Tag in Aufgaben, lese Bücher, lerne und ich habe dann oft wenig Lust, mich noch hinzusetzen und irgendwie ein Video zu machen. Das heißt nicht, dass ich überhaupt keinen Spaß mehr daran habe. Ich habe ja immer noch meine Videos und man merkt auch, dass ich Spaß daran habe. Das ist ja der Punkt der ganzen Sache, dass ich Spaß daran habe, das zu machen und das mit euch zu teilen. Und das möchte ich auch auf jeden Fall weitermachen. Nur momentan ist es einfach so, dass ich viel zu tun habe und wie gesagt, die Stimmung, meine Stimmung leidet so ein wenig darunter. Ich versuche daran zu arbeiten, ich hoffe, dass es wieder besser wird, aber ja, ist einfach ein bisschen blöd momentan. Aber generell wird es weitersehen. Am schlimmsten merkt man es wahrscheinlich eigentlich an Dark Souls, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe und das kann auch so weitergehen. Das Problem bei Dark Souls ist, wenn ich dann denke, so, jetzt habe ich Lust, was zu machen, dann ist Dark Souls im Vergleich zum Beispiel zu Dishonored oder Shadows of the Damned so ein langwieriges Spiel, wo man Geduld haben muss und was dann auch frustrierend sein kann und so weiter. Und das nervt dann ein bisschen, das anzumachen. Deswegen leidet Dark Souls momentan sehr darunter. Wer das gerne geguckt hat, das tut mir leid, aber es geht einfach momentan nicht anders. Ich habe Halo 4 seit Mittwoch, ich habe nicht mal 4 Multiplayer spielen können seit der Zeit. Ich habe einfach nicht die Geduld dazu, mich hinzusetzen und Multiplayer zu spielen. Jetzt momentan ist natürlich Wochenende und das Wochenende nutze ich natürlich auch, um wieder ein bisschen mehr zu machen. Ich hatte eine schöne lange Nacht und ich bin motiviert, Sachen zu machen. Das werde ich auch auf jeden Fall machen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, wenn mal keine Videos kommen oder an einem Tag nur ein Video oder irgendwie nur Videos zum gleichen Spiel für eine gewisse Zeit, liegt dann einfach daran, dass ich einfach nicht den richtigen Zeitpunkt und die richtige Motivation gefunden habe, um mich hinzusetzen und mit Spaß daran zu sitzen. Weil was ich auf keinen Fall machen möchte, ist, mich hinzusetzen, wann ich es machen muss. Das werde ich nie tun. Ich werde nie ein Video aufnehmen, nur um ein Video zu haben. Das wird nicht passieren. Dann sind da eher mal eine Woche lang keine Videos. Wobei das wahrscheinlich nicht passieren wird. So wenig Lust auf das Ganze habe ich nie. Ich habe immer mal irgendwann Lust, was aufzunehmen. Nur unter der Woche ist das einfach sehr schwer für mich momentan. Ja, das war das eine, was ich ansprechen wollte. Das andere, was ich ansprechen wollte, wahrscheinlich steht es auch in der Überschrift oder so, sind, dass ich vor kurzem 150 Abonnenten geknackt habe. Ich selbst habe das gar nicht gemerkt, sondern ich wurde von Odin tatsächlich darauf hingewiesen, dass ich 150 Abonnenten erreicht habe. Ja, ich war nicht besonders darauf vorbereitet und habe deswegen auch kein Special gehabt. Ich wollte vielleicht noch eins machen, aber irgendwie ist es einfach nicht dazu gekommen. Das tut mir leid. Ich würde gern Danke sagen und ich sage in diesem Sinne auch Dankeschön für 150 Abonnenten. Es bedeutet mir wirklich viel. Ich freue mich, dass Leute meine Videos gucken mögen und mir gerne dabei zusehen. Ich finde das klasse. Das ist wirklich eine tolle Motivation und alles. Und eigentlich wollte ich auch auf jeden Fall was machen. Ich wollte einmal richtig schön Danke sagen und so weiter. Was ich aber an dieser Stelle jetzt versprechen werde, wenn ich irgendwann die 200 Mal erreichen sollte, wird es natürlich auf jeden Fall was geben. Dann habe ich etwas Zeit, mich darauf vorzubereiten und dann wird auf jeden Fall was da sein. Ansonsten kann ich nur sagen, Dankeschön. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich irgendwann mal so weit kommt. 150 Abonnenten finde ich ist wirklich schon viel. Finde ich klasse. Freut mich sehr. Und nach wie vor, jeder Kommentar, der unter meinen Videos landet, freut mich riesig. Ich antworte auch liebend gern, wie ihr wisst. Und ich finde das einfach klasse, wie das momentan läuft. Ich hoffe nur, dass ich selbst einfach wieder mehr dabei sein kann. Und ich denke aber schon. Ich muss einfach nur meinen Rhythmus mit dem Studium finden und irgendwann wird es auch besser werden. Ja, ansonsten gibt es noch eine kleine Sache, die ich natürlich an dieser Stelle ankündigen möchte. Und das ist natürlich, dass der Pixelcast
diesen Sonntag, ich wollte gerade Samstag sagen, heute ist Samstag, diesen Sonntag wieder stattfinden wird natürlich. Wir spielen Battlefield 1942, ja, das alte Battlefield 1942, das gibt es momentan kostenlos zum Runterladen auf Origin. Es wäre natürlich klasse, wenn ihr euch das holt und wieder mitspielen würdet. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten stellt uns Fragen, diskutiert mit. Wir werden natürlich in der ersten Stunde wieder über dies und das diskutieren. Unter anderem über, na, soll ich wirklich einen Einblick in die Folge geben? Zum Beispiel bei, wie wichtig ist das Charakterdesign in Videospielen? Wird ein Thema sein. Es wird sehr interessant. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wäre auf jeden Fall klasse. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich bedanke mich noch einmal wirklich, dass ich mittlerweile echt ein paar aktive Leute habe, die meine Videos gucken. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Gerade deswegen macht es mir sehr viel Spaß momentan. Und ja, ich hoffe, es wird mit meiner Lage wieder besser. Ich entschuldige mich dafür, wenn man irgendwie merkt, dass ich ab und zu einfach keine Zeit dazu habe oder so. Was ich natürlich hoffe, ist, dass man das nicht in den Videos merkt, denn wie gesagt, ich nehme keine Videos auf, wenn ich keine Lust habe, es aufzunehmen. Dann kommt einfach nichts. Ich denke, das ist im Sinne Anna, weil das wäre es wirklich nicht wert. Ja, gut. Ansonsten bleibt mir, glaube ich, nichts mehr viel zu sagen. Das Video kommt auch langsam zum Ende. Ich hoffe, das Gameplay wäre auch einigermaßen lustig. Wie ihr seht, es passiert viel Quatsch. Aber ich habe es trotzdem geschafft, mich ein wenig in der Rangliste nach oben zu kämpfen. Das, wie gesagt, der Modus ist Free for All. Der König ist immer der, der auf dem ersten Platz zu dem Zeitpunkt ist. Und ja, wenn man den König tötet, kriegt man mehr Punkte für den Kill. Und das war eigentlich schon alles zu diesem Modus. Wirklich, danke, Leute.